Im fünften Lebensmonat beginnt auch bei vielen Kindern das Fremdeln. Das bedeutet einfach, dass die Kinder bei anderen, außer bei der Mutter oder beim Vater, anfangen können mit Weinen, sich wegdrehen und auch von den anderen nicht auf den Arm genommen werden wollen oder getröstet werden wollen und schon zu ihrer Hauptbezugsperson, ob das jetzt Mutter oder Vater ist, die engste Beziehung haben. Der Höhepunkt von der Fremdelphase ist oft so zwischen dem 7. und 8. Lebensmonat und lässt dann wieder nach. Bei manchen kann das natürlich auch noch eine Weile andauern. Und auch hier gibt es keine starre Regel. Oft ist es auch ein Auf und Ab und sind manchmal auch kürzere Phasen dabei, wo das Fremdeln stärker ausgeprägt ist. Ihr müsst immer bedenken, dass die Kinder jetzt viel Neues lernen und erleben. Durch das Drehen in die Bauchlage sie eine ganz neue Perspektive auch sehen. Und alles Neue für die Kinder oft viel Unsicherheit bedeutet und dadurch sie oft wirklich diesen engen Bezug zu der Bezugsperson auch brauchen. Man kann da nicht viel trainieren. Ihr solltet einfach viel Geduld haben und auch den Kindern diese Phase zugestehen und nach Möglichkeit sie dann auch nicht einfach bei den anderen lassen, wo sie sich jetzt dann eben nicht so wohlfühlen.